Servus Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Drakensang Online. Ja Leute, ich bin gerade alleine unterwegs, also beziehungsweise mit Hitmager, Hitmagier GR, Hitmage GR, Grüße gehen raus by the way. Wir machen gerade was für die Rangliste und ich habe sofort reingeschissen, ich weiß, aber egal. Wir machen gerade was für die Rangliste, aber der Hitmage hatte Nebula. Nebula, die Rüste gehen raus, by the way. Und wie ihr sehen könnt, ich bin gerade auf tödlich unterwegs und die Spinne auf tödlich, alleine schaffe ich die nicht eigentlich. Und versuche das gerade, also beziehungsweise auf fatal schaffe ich die nicht alleine. Auf tödlich geht sogar, ich würde aber gerne wenig Pots verbrauchen. Leider ist es der Fall, dass ich bei der die Pots auf Doom verbrauche und allgemein, oh mein Gott, immer so viel Scheiße verbrauche bei der. Die hat Attack Speed of Doom, Alter, ehrlich, ich werde zerfickt von der. Seht ihr, das meine ich. Das ist so behindert, Alter, auf tödlich wird die mich, beziehungsweise fickt die mich so hart. Das ist lächerlich. Ich bin sogar jetzt mit grünen Essenzen und bisschen Damage Buffs und Crit Buffs. Ja, ist auch vielleicht meine, sag ich mal so, mein Problem, beziehungsweise nicht mein Problem, sondern meine, mein Fehler, weil ich ihre Attacken nicht irgendwie weggehe, beziehungsweise ihren Gift hier oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber auf tödlich schaffe ich zum Beispiel die Kalis, ich schaffe die auf Infernal 1 auch schon ausprobiert, alleine. Und leider, die Spinne ist so ein bisschen scheiße, ich weiß nicht, obwohl ich eigentlich einiges an Widerstandswerte habe und so, das heißt Giftwiderstandswerte sollen das auch sein, aber naja. Ich werde bei dem nächsten oder übernächsten Video ein Stats-Video machen. Warte. Stats-Video machen, wo ich einfach nur meine Stats so ein bisschen zeige. Einige Verbesserungen wurden gerade vorgenommen. Ich weiß halt nicht, wann ich mein letztes Stats-Video gemacht habe. Ich glaube, 2 Wochen her ist es schon. Und in der Zeit ist ein bisschen was auf jeden Fall an Verbesserungen an meinem Char vorgenommen worden sind. Habt ihr auch bestimmt in-game gesehen. Der ist immer noch offline. Okay, dann mache ich noch einen Solo-Run. Ich guck mal kurz meine Rankliste bei Dings. Bin ich Bronze? Ich brauche noch ein bisschen bis Silber. Okay, nicht ein bisschen. Ich brauche schon einiges, bis ich Silber bin. Ja, ich brauche einiges. Ich würde halt, ja, 180. Das heißt, ich muss auf tödlich circa 8 bis 9 Runs machen. Ich habe jetzt, glaube ich, 10k bekommen oder 12k, weiß ich nicht, weil ich die 100% an Mobs gemacht habe. Das heißt, ich habe, glaube ich, 12k bekommen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, so um die 8 Mal muss ich noch die Scheiße Solo machen, weil ich würde gerne überall auf Solo Silber kommen. Also mindestens Bronze, das steht klar, ne, weil die Brillen und die Materiefragmente, die man da bekommt, ist schon auf jeden Fall das, was man nötig hat und so. Vor allem derjenige, der vor kurzem erst 55 geworden ist oder beziehungsweise nicht mal einen Monat her ist es, oder ist es ein Monat her? Ich glaube mit 55 habe ich Deluxe gegönnt. Das heißt, sollte ein Monat her sein, also noch 2 Tage, dann bin ich quasi ein Monat Level 55 und ja, ich werde dann vielleicht auch in 2 Tagen mein Video raushauen, so in einem Monat, was ich alles geschafft habe. Wie gesagt, so ein paar Veränderungen wurden genommen, vorgenommen an meinem Char, auf jeden Fall. Und ein paar Veränderungen, die ihr auch noch nie gesehen habt, denke ich mal, was meine Stats angehen und so. So ein paar Leute kennen meine Stats schon, aber ihr könnt ja vermuten, dass sie jetzt nicht so geil sind, ne? Ich meine, ich schaffe Blade nur tödlich, Mann. Aber ich sag mal so, Infernal 1 geht, aber hängt davon ab, welcher Boss. Also den Q1 Boss schaffe ich, Q2 Boss schaffe ich nicht, Q3 Boss schaffe ich, Q4 weiß ich nicht, Q5 schaffe ich, also beziehungsweise Kalis schaffe ich und halt ab Q5, Q6 und Q7, Q8, Q9 auf Infernal 1 schaffe ich leider nicht. Also in dem Sinne so ein bisschen so verteilt, was ich noch schaffe auf Infernal 1 und was nicht. Was die Mobs an sich angehen, wenn ich das so langsamer angehen tue,
Dann geht das eigentlich, also Internal 1. Ich könnte ja vielleicht irgendwann mal ein Video aufnehmen, wo ich, beziehungsweise werde ich vielleicht auch bald aufnehmen, wie ich Internal 1 mal die Q5 mache, weil Q5 ist so die leichteste, meiner Meinung. Also, meiner Meinung nach ist die Q5 die leichteste Q, weil Khaleesi an sich ist halt leicht, wie gesagt, das ist so. Easy peasy, der Boss, aber ist halt nur meiner Meinung. Vielleicht ist ja nur für die Krieger easy. Keine Ahnung, wurde mir auch vor kurzem gesagt. Ich glaube, der Protonob sagte mir, dass die Khaleesi eigentlich für Krieger leichter sind als für anderen oder so. Aber warum zockst du wieder? Digga. Guck meine Videos, mache jeden Tag am besten. Weil es mir halt Spaß macht, ne? Also ich meine, why not? Warum sollte ich dann nicht, also ich meine andersrum, warum sollte ich dann zocken, wenn es mir keinen Spaß machen würde? Im Moment macht es mir Spaß. Wie gesagt, einen Monat bin ich schon drin in dem Game und es macht immer noch Spaß, ne? Also, mache ich, okay. Ich meine, ich habe früher ein bisschen anders gemacht. Ich habe früher immer nur One-Takes gemacht, so wie jetzt. Ich mache zum Beispiel jetzt so durchgehend aufnehmen, ohne zu schneiden. Aber eigentlich macht es mir viel mehr Spaß, solche Videos zu machen, wie ich die letzten Tage oder die letzten Zeit immer gemacht habe. So ein bisschen schneiden und so weiter und dann die Videos dann nicht 20, 30 Minuten sind, sondern so 5 bis 15 Minuten sind. Und das macht persönlich mir mehr Spaß, anstatt solche One-Takes zu machen, weil in den, sag ich mal so, geschnitteten Videos ist es dann quasi besser für euch, weil ich dann auch mehr zeigen kann. Ja, also ist halt so eine Sache, ne? Für mich persönlich ist das besser, keine Ahnung, könnt ihr euch ja in Kommentaren äußern, ob ihr das besser findet oder nicht. Und ich merke gerade, ich habe jetzt in den ganzen Runs, ich glaube beim Boss habe ich die Cubes gedroppt, während des Runs habe ich nur einen Cube gedroppt und jetzt, obwohl ich immer noch Deluxe habe, was los? Deluxe habe ich noch für einen Tag und 8 Stunden, also heute muss ich dann auf jeden Fall ein bisschen farmen und so. Aber ich werde so oder so, glaube ich, einen neuen Deluxe gönnen, weil ich meine, macht schon einen Unterschied. Und da ich ja zurzeit ziemlich viel Glyphen tue, also beziehungsweise meine Waffe und so weiter, meine Waffe will ich als erstes auf Level 60 bekommen, ist ja glaube ich Standard. Ist der jetzt online oder nicht? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Okay, der hat Nebula bekommen, hat mir in Discord geschrieben, dass der kurz pissen ist, aber bleib, Digga, du bist schon irgendwie halbe Stunde am Pissen. Okay, nicht halbe Stunde, aber egal. Na? Dietrich hier, oh, Essenz in der Macht sogar, nicht schlecht. Und unreiner Diamant, auch not bad. Kurz gucken, ob ich genug Platz habe. Ja, Platz habe ich auf jeden Fall. Easy peasy. Ich muss aufpassen, dass ich die Stats nicht aufmache, so dass ihr das quasi mit Clickbait-mäßig angucken könnt. Kappa. Ich merke, die Stats-Videos, die ich mal auch früher gemacht habe und ich habe vor kurzem. Wieso habe ich. Habe ich Damage. Ah, ne, okay, immun. Ich dachte, ich habe von dem Nebel Damage bekommen. What the fuck, Alter. Ich glaube, ich werde die nächste Map einfach nur durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ich die 100% haben will. Ich glaube, ohne 100% mit Boss bekommt man 10k. Also 100% meine ich natürlich die Scheiße, die man da oben hat, um quasi den ganzen Dungeon zu klären, beziehungsweise eine bestimmte Anzahl von besiegter Gegnerpunkte nachher zu bekommen. Und ich vermute mal, das ist nicht so viel. Also macht nur 2k Unterschied. Vielleicht, wenn man Infernal 4 oder so oder Infernal 3 macht, dann macht es einen größeren Unterschied. Bei mir macht es jetzt im Moment nur 2k Unterschied. Und 2k, ich scheiß drauf auf die 2k. Da muss ich halt nicht die ganzen Hundesöhne hier wegbashen. Kann ich so ein bisschen hier bam, bam, bam. Ja, okay. Die gehen mir auf den Sack. Die werde ich noch mitnehmen, da ich eh gerade den Sprung noch in Abklingzeit habe. Oh, ich habe sogar einen Legi gedroppt. Nice. Ah, die Legis-Dings brauche ich nicht. Also die Legis, wie heißt das? Legi, 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 Schultern. Weil ich die Schultern im Moment eh ja nicht mit Bonis versehen tue. Weil, mal ehrlich, ne? Ich glaube, sollten alle wissen, dass man Schultern ohne Bonis haben muss. Kappa. Ich weiß nicht, ich habe bis vor kurzem auch nicht gewusst, dass der Hexensucher-Set, also beziehungsweise die. Oh mein Gott, ich habe gerade was Falsches benutzt. Ich habe die ganzen Fähigkeiten hier benutzt, obwohl ich die nicht benutzen wollte. Und er.
für den Boss benutzen wollte, also für diesen Missgeburten hier. Warte, ich mach mal die Abklingzeit ein bisschen runtersetzen hier. Easy. Komm. Ah, der ist schon da. LOL. Ja, muss ich hier ein bisschen potten. Easy. Ja, das einzige Positive, die ganzen Minibosse und so weiter, die droppen auch auf tödlich genug Items, um die nachher zu verkaufen. Ich habe jetzt 1000 Gold ausgegeben, nur für die Buffs. Aber man muss ja auch dazu sagen, ich habe die Buffs vorgekauft. Ich habe, glaube ich, vier von dem Crit-Scheiße gekauft, also Crit-Tonikum. Und einmal raffinierte Arznei der Macht. Habe ich drei Stück gekauft, bereue ich hier, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, die Anzahl, da steht 25% mehr Damage, ne? Also, ich hätte eigentlich jetzt viel mehr Damage haben müssen, anstatt das, was es mir gegeben hat. Also, diese 25% sind keine 25%, die mir gegeben worden sind, nur irgendwie 10%, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, ob da gerade Drakensang sich irgendwie verrechnet oder es eigentlich anders gerechnet wird, als ich das gerade im Kopf habe. Habe ich echt keine Ahnung. Aber es halt nur mir ein bisschen gegeben, also nur 10% wurde mir gegeben von dem Damage, was ich eigentlich davor besah. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ist ein bisschen komisch, was das angeht, aber egal, scheiß drauf, ich hasse die Scheiße. Oh, es hat mir kein Damage gemacht, weil ich ja Drachenhaut anhatte, okay. Gut zu wissen. Ich hasse den Hundesohn, Alter, leck mich doch am Arsch, Mann. Jesus Christ, Alter. Okay. Dein Leben, Mann. Ich hol die Sch ja. Fick dich. Muss hier ein bisschen so tänzeln, dass man nicht in dem Syphilis hier von dem rumtanzt. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich will jetzt ungern sterben. Bisschen Run Speed. Ja, ich warte, bis ich meine Abklingzeit kacke habe. Also Abklingzeit, was laber ich da? Bis ich meine Scheiße abhabe. Also mein Drachenhaut und so. Mit Drachenhaut macht er mir keinen Damage. So, morgen disconnected. Grüße gehen raus auch an dich, Diggi. Vor kurzem haben wir ein bisschen gefahren. Oder der hat mir ein bisschen ausgeholfen, eher gesagt. Alles voller Items. Das ist sehr schön. Gefällt mir sehr. Ich muss mal gucken, wie viel ich. Ich habe schon 34k. Auch nicht schlecht. Ohne jetzt großartig sich da zu bemühen. Ich habe 15k bekommen auf tödlich. Okay, ich habe. Okay, 15. Ja, Gegnerkills 8,4K. Ich glaube, ich habe 100% gehabt. Ah, okay, jetzt kann man das nicht mehr sehen. Weiß ich nicht, ob ich 100% gehabt habe, aber ich denke schon. Weil die erste Map war schon 77%, und die zweite Map, der Boss und so weiter, hat mir schon auf jeden Fall die 100% gegeben, denke ich mal. Keine Ahnung. So, Leute. Was mache ich? Okay, ich dachte, mach weiter, steht da. Okay. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit einer kurzen oder beziehungsweise langen Farmfolge. Ich habe jetzt 9 Minuten, und davor habe ich bestimmt 10 Minuten durchgelabert. ja, ich sag mal so, Q2 auf tödlich ist easy peasy für mich, Kappa. Aber der Boss ist halt so ein bisschen scheiße. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht. Ich mag die Spinne nicht. Die Spinne zu reiten ist geil, also die, jetzt nicht falsch verstehen, Blät. Ich meine, die Spinne an sich, das Reittier ist richtig geil, aber die Scheiße hier, der Boss ist halt komplett nutzlos. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gib mir einfach einen Daumen nach oben. Das wird mir sehr, 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 sehr weiterhelfen. Und ich denke mal, wenn ihr mehr Bock habt, einfach abonnieren. Was Streamen angeht, werde ich noch vielleicht kurz was in der nächsten Folge dazu was sagen. Und sonst würde ich mal sagen, haut rein, viel Spaß beim Zocken. Man sieht sich in Game. Tschüss.